Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir machen heute von Prinzessin Mononoke diesen kleinen Waldgeist mit leuchtendem Filament und einem Wackelkopf. Dafür habe ich auch gleich ein paar Sachen hergerichtet. Zum einen haben wir hier so ein kleines Holzstückchen, wo er dann drauf sitzen kann. Dann ein paar Schrauben als Befüllung für den Kopf, den wir aus dieser Holzkugel hier machen werden. Dann einen kleinen Filzuntersetzer. Und ein längliches Holzstäbchen. Hui. Und dazu haben wir dann noch einen Deckel, der eigentlich nur biegsam sein sollte. Also ist egal welche Farbe, Hauptsache wir können uns da so ein kleines Stück herausschneiden, das nicht breiter ist als das Stäbchen, und dann kann man es eindrehen, loslassen und es schneidet zurück. Dann starten wir auch gleich unseren 3D-Stift, holen uns so ein Stoßfilament, schneiden es ab und können loslegen. Viel Spaß beim Zuschauen!